Oh. Naja, zumindest sind wir dann auf 28, wenn der tot ist. Ah! Noch einer. Ja, du, aber du bist weit weg. Ah, Spinne. Ah, Speedspinne. Seit wann haben Spinnen denn Verzauberung? Ja, komm. Nehmen wir den noch mit. Ach, ist das ein Villager, oder? Ah, die Nase. Wie eine Gurke. Na, kommt her. Läuft doch gut. Ja, Zombies sind kein Problem. Das Problem sind eher die ganzen anderen Viecher. Und Zombie mache ich auch noch im Schlafplatt. So, mal schauen. Schön durchgesickert alles. Dann gehen wir jetzt erstmal schlafen. Bevor hier drin wieder ein Creeper kommt. So. Jetzt lege ich erstmal alles hier rein. Hey, bleibt noch stehen, bis ich da bin. Na. Ich bin ja ganz Feuer und Flamme für euch. So, dann fangen wir mal da. Mal fangen wir hier vorne einfach an. Nehmen wir den ganzen Kabel raus. Und werfen ihn hier rein, zusammen mit dem anderen Schrott, den wir gefarmt haben. So. Jetzt gehen wir mal da oben rein. Nehmen mal so ein paar Stacks-Kabel raus. Und tauschen aus. 29. So, kann auch alles hier rein. So. Da ist Sandstein, da ist Sandstein. Ah, wow, das ist ja noch jede Menge Sandstein. Jut, damit kommen wir erstmal eine Zeit lang hin. Zumindest bis es wieder Nacht wird. Wir nehmen einfach ein Bett mit. Na, verlassen wir mal die Halbsteine hier, die brauchen wir gerade eh nicht. Da können wir lieber noch einen Stack Sandstein mitnehmen. Boah, Entschuldigung. Gestern lief das so gut. 4 Stunden am Stück, ohne dass ich irgendwie Atemnot hatte. Ah ja, kann ja nicht immer so laufen. Wow. Ja. Vor der letzten Aufnahme war hier noch ein ganzes Tal. Und wir waren mit der Insel da drüben verbunden. Aber genauso habe ich mir das vorgestellt. Es ist quasi absolut planmäßig verlaufen. Ach, das eine Zombiefleisch, das holen wir uns nachher noch. So. So, dann ziehen wir mal die anderen Räume hoch. Oder vielmehr die Haupträume. So, und auf der Seite. Nee.
halt hier wieder. Einmal rüber gehen. 2, 3. Und Kabel rein. Die Bögen machen wir dann zum Schluss. Ich sollte gut im Futter bleiben. Also die Etage möchte ich heute auf jeden Fall fertig kriegen. Und wenn es der Sandstein zulässt, möchte ich die nächste anfangen. Also fertig kriegen im Rohbau, so wie unten. Jetzt nicht fertig im Sinne von, wir haben alles schon fertig eingerichtet. Das machen wir dann nächste Mal oder übernächste Mal. Denn nächste Mal werden wir ja wahrscheinlich mit Nyussi an der anderen Seite der Welt sein. Damit er dort sein Projekt bauen kann, was er uns versprochen hat vor längerer Zeit. Hat sich ja dort schon ein Gebiet ausgeguckt und es reserviert. Und dann gucken wir mal, was er macht. Und wir gehen so lange ein bisschen an der Burg arbeiten auf unserer Hartmut-Insel. Oder Sandstein abbauen, je nachdem, ob wir heute mit dem Sandstein hinkommen oder nicht. Aber ich sag mal, die nächste Etage hat ja schon kein Dach mehr. Das ist unser Vorteil. Da arbeiten wir ja auf dem Dach schon mit Chorus oder Purple Blocks. Und von daher sparen wir ein bisschen. Die gibt's ja gratis da vorne, müssen nur noch gebrannt werden. Wodurch es auch wieder ein bisschen Erfahrung gibt. Ich finde, für den Abbau der Blumen sollte es auch Erfahrung geben. Also nur jetzt für die Blüten. Oder Blumen. Also für die dicken Dinger. Na, da braucht man eine ganze Menge. Und dann kommt noch die Inneneinrichtung. Was auch noch mal schön viel Arbeit wird und dann können wir uns zurücklehnen und den Urlaub in unserem eigenen Hotel genießen. Jetzt könnten wir eigentlich schon mal die Treppe hochbauen, sobald wir hier fertig sind. Ich meine, wäre vielleicht nicht verkehrt, damit wir mal ein bisschen weniger Fallschaden kassieren. Oh Mann. Also wenn das mit der Stimme nicht besser wird, wird das eine kurze Aufnahme. Und ich guck mal, dass ich vielleicht am Donnerstag noch ein bisschen Zeit habe. Kommt ganz drauf an, wann der Mario Maker erscheint. Der Donnerstag schon kommt oder Freitag, das kann man ja bei Amazon nie wissen. Manchmal kriegt man die Nintendo-Spiele auch mal einen Tag eher. Ja, das sind immer diese schönen Tage, wenn man eher zocken kann als alle anderen. Oder zumindest als alle, die nicht bei Amazon bestellt haben. So, dann machen wir mal die Türen und die Schrägen und natürlich die Befackelung. Die haben wir ja bisher auch noch vergessen hier. So, mal gucken, wie lange wir heute arbeiten können, bis es hier quasi unmöglich ist und von Zombies nur so wimmelt. Aber noch finde ich es erträglich, sagen wir es. Es könnte schlimmer sein. Also wenn sie jetzt noch ein Nerf reinhauen, dann schalten wir auf jeden Fall den Schwierigkeitsgrad eine Stufe runter. Ne, was ist das denn da? Der ist aber missglückt. So.
und so. Und ein da, und ein da, und nächstes Räumchen. Zumindest flott voran. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell die erste Hälfte fertig kriegen. Hier dann noch die schrägen. Wir können ja gleich mal von da drüben gucken, wie das aussieht. Mit der zweiten Etage jetzt. Gehen wir heute mal dadurch. Quatsch. Falscher Seite. Ja, und hier war schon fertig. Auch nicht schlecht, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich bin übrigens am Überlegen, ob wir hier nicht auch noch irgendwie einen Rausgang machen. Ist das ein Creeper? Ach nee, das ist da hinten die Kakteen. So, dann werfen wir mal einen Blick aufs Ganze. Ja, ja. Müsste wirklich noch höher sein eigentlich. Von der anderen Seite hat es natürlich jetzt eine Etage mehr. Aber so schlecht aussehen tut's nicht. Die 20 Zimmer. 1, 2, 3, 4, 5... Ach, da, warte mal. Oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Da habe ich die Schrägen hier vergessen. So. Besser. Ah, es wird dunkel. Das heißt, wir gehen schlafen. Was holen wir uns jetzt eigentlich gleich? Sparen wir erstmal auf Verzauberung oder holen wir uns ein Schild? Ah, ich habe doch ein Bett dabei. Jetzt laufe ich trotzdem zurück, ich Idiot. Aber ich glaube, ich habe zu wenig Kabel dabei. Ihr könnt auch gleich schon mal wieder hier rein. Ja, ich könnte erstmal nachlegen. Das heißt, erstmal geht alles raus hier. So. Wir können ja auch mal hier anfangen. Dann haben wir die schon leer. Na, nicht ganz. So. Damit du auch bloß weiter was zu tun hast. So. Und schön arbeiten, nicht faulenzen. Ich merke das, wenn du faulenzt. So. Stimmt, wir wollten das Treppenhaus bauen, das heißt, ich brauche auch einen Stack Treppen mindestens. Na, das heißt, wir lassen jetzt einen Stack Sandstein hier. Wo hatte ich die denn drin? Ich hatte irgendwo noch genug Treppen eigentlich. Da. So. Wie hoch muss denn das Ganze? Hier hatte ich zwei über. Das heißt, hier muss es irgendwann rauskommen. Das müsste genau passen. Wenn nicht, haben wir ein großes Problem. Dann haben wir nämlich irgendwo einen schwerwiegenden Fehler drin.